Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Enemy. Guten Tag. So, wir sind wieder dabei. Meine Monsterfarm, die macht einen Haufen Krach. Ich stehe immer... Ja, okay, gut. Mute ich halt einfach, während du noch mit mir redest, okay? Nee, ich habe nicht mit dir geredet. Ich habe mit meinen Zuschauern geredet. Wer redet denn mit dir, also ehrlich? Wie kommst denn du darauf? Ja, so. Genau. Aber, naja, gut. Ja, jetzt hat er sich gemutet. Ich kann einfach mal weiter quatschen, damit er denkt, dass ich mit ihm rede. Damit er sich nicht so alleine fühlt und so. Deswegen werde ich ihn die ganze Folge zuschwatschen, weil er... Ja, halt's mal. So, liegt's denn... Was ist denn... Let's down inductive coil. Energy leads down. Was ist das denn? Nicht behindert? Shaped crafting. Ich habe irgendwie das falsch gecraftet. Elektrum. Ich brauche Elektrum-Ingot, oder? Okay. Ich habe auf jeden Fall das falsche. Okay. Alloy-Smelter, Silber und Gold. Silber und Gold. Also, ich brauche Silber. Silber, zack, und Gold. Ich würde nämlich gerne sehen wollen, ob das ein bisschen was, zumindest ein bisschen was bringt. Also, im Alloy-Smelter, das heißt, wir packen hier das hier rein, zack, zack. Okay. Gut, müsste eigentlich dann auch jetzt funktionieren schon, ja, bla bla. So, einmal lassen wir es noch durchschmelzen, okay. Noch was gemacht? Ja, genau. Okay, gut, das reicht. Okay, das ist halt richtig creepy, also komisch. Auf jeden Fall. Leads down. So, okay, gut. Zack. Zack. Okay. So, Leads down Energy Cell. So, das heißt, wir fangen jetzt auch mal an damit, dass wir hier Energie auf jeden Fall mal speichern. Das heißt, wir packen mal das mal hier hin. So, okay. Wird letztlich auch schon auf, das ist schon mal schön. Und dann, machen wir einfach mal. Also, zack. Nee, so nicht. Zack, okay. Dann gucken wir mal. Zack, zack, zack. Okay. So, damit haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was an Energie hier gestort. Ja, ist natürlich, dauert auf jeden Fall seine Zeit, ne? Ist aber auch mit auf jeden Fall am Netzwerk mit angeschlossen, theoretisch. Also müsste eigentlich auch vollkommene Energie geben, ne? Das ist ja die Leitung, die nach draußen geht. Schauen wir uns das lieber nochmal an. Ja, genau, richtig. Die müsste eigentlich vollkommen, muss eigentlich mit Energie geben, ne? Also vollkommen Energie. So, wird aber scheinbar momentan noch nicht benötigt. Eigentlich. War eigentlich schon, oder? So, dann haben wir auf jeden Fall nochmal einen Wither. Ah, oh, you can only sleep at night. Hoffentlich geht da mal was schief, oder? Gönne ich ihm richtig. So, es ist halt immer noch nicht Nacht, oder was? Sich nur Nacht gefärbt oder was? Ach so, ja, durch den Wirbel hat sich nur zur Nacht gefärbt, oder? Ja, also das Problem ist halt irgendwie, ne, es kommt keine Energie an, ne? Also die ganze Verkabelung, die funktioniert halt nicht, da keine Energie ankommt. Also die sollte ja eigentlich fürs ME-System sein, aber irgendwie funktioniert das halt nicht. ME-System bekommt keine Energie, kann man so sagen. Ne? So, und das ist halt definitiv ein großes Problem.
wo ich mir halt Gedanken machen muss. Ich verstehe aber gerade nicht, wieso die keine Energie bekommt. Das ME-System. Ich verstehe es halt nicht. Ja? Wieso bekommt das ME-System keine Energie? Wieso bekommt dieses System keine Energie, oder? Gibt's doch gar nicht. Und hier oben ist ja noch, es ist ja noch Energie vorhanden hier oben. Also hier oben ist ja auch noch, hier. Also nicht, kann man theoretisch vielleicht sagen, dass man hier einen Generator, also wenn ich jetzt hier natürlich einen Generator sehen würde dort drin. Also ich muss jetzt erstmal, wichtig ist jetzt glaube ich erstmal die Energieprobleme dieses Systems hier zu lösen, ne? Und wie gesagt, das wird sonst auf Dauer dauert es einfach zu teuer. Produziert hier sogar immer noch RF, ne? Wird produziert immer noch 196 Flux per Second, ne? So, das heißt, wir brauchen jetzt hier trotzdem erstmal Hellurium Ingot, ne? So, dann wird da hier erstmal wieder mehr produziert. So, dann sind wir jetzt hier zumindest schon mal wieder bei 500 RF pro Tick. Das ist schon mal eine schöne Sache. Und damit läuft das ME-System auch. Was wir vielleicht machen könnten, wäre vielleicht dieses Glasfaserkabel zu cutten. Beziehungsweise hier zwei Glasfaserkabel zu cutten. Also die beiden zu cutten. Dann würde zumindest die Energiequelle hier wegfallen. Ich glaube, dass die Dinger enorm viel fressen. Das ist so meine Vermutung. Und ja. Problem ist allerdings halt trotzdem, es muss ja irgendwie möglich sein, dass diese. Die ist jetzt, die ist voll. Ja? Die Energy Cell ist einfach voll. Ja? So. Das heißt, theoretischerweise, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Verbraucher anschließe, müsste der eigentlich rumbekommen. So, jetzt müssen wir mal herausfinden, ab welchem Moment der Verbraucher so gesehen keinen Strom mehr bekommt. Also, das heißt, wir könnten in der Säckmüll, nehmen wir einfach mal die Säckmüll weg, ne? So, und pappen die einfach mal irgendwo immer mal ran. Gucken wir mal, wie gesagt, die müsst ihr eigentlich irgendwo dann Strom herziehen, ne? So, wir pappen das einfach mal hier ran, ne? Also, die hat immer noch 100.000 RF, was wir mal alle machen sollen. Weiß ich nicht, was wir da reinpacken packen können. Toll. Und ich halt trotzdem. Das ist ja hier Kacke. Macht denn der hier, Alter? Durch den Sand weg oder was? Toll. Was packen wir hier weg? Gucken wir halt erstmal hier das Ding weg, Alter. Ja, gucken wir halt mal. Weiß ich nicht. Electric Furnace. Schauen wir mal. Wie gesagt, der müsste ja eigentlich direkt Energie bekommen. Bekommt auch sofort Energie. Von wo auch immer. Natürlich auch von unten sein, ne? Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Kann ich jetzt gar nicht so sagen, woran das liegt. Das ist natürlich scheiße, ey. Ah, das ist natürlich eine Kacke. Ohne Ende. Ja. Ja, jetzt stehe ich halt hier, weiß halt gerade nicht, was ich machen soll, weil ich halt, keine Ahnung, ich komme halt gerade nicht, ja, komm mal mit dem Energiezeug nicht zurecht. Eigentlich, wie gesagt, es muss, ich check es einfach nicht, in-out. Ja, eigentlich muss es dem System ja zugeführt werden, ey. Ist auch nochmal so ein Harvester, ey, das gibt es einfach nicht, ey.
Wo ist denn jetzt hier? Achso, der ist stuffed, oder? Der ist stuffed, der... Da geht gar nichts. Ich habe ja auch keinen Kaktus halt. Weil hier alles abgefarmt ist einfach, ne? Muss ich halt auch schon wieder ewig, müsste ich auch schon wieder Ewigkeiten suchen für so einen scheiß Kaktus, ne? Ja, müssen wir uns mal vielleicht dann mal ab Folge 101 oder sowas in die Richtung dann mal in die Bewegung setzen und da mal was suchen. Wir gehen mal pennen. Ich kann das Problem so für den Moment nicht lösen, muss ich gestehen. Weiß nicht, wir könnten versuchen, vielleicht phasenweise da was abzuklemmen. Also probieren, dass wir hier sagen, dass wir das hier nach oben bauen. Oh, achso, wir sind hier direkt unter der Monsterfalle halt, ne? Wenn wir das jetzt, warte mal. Was wir halt meinetwegen auch nochmal machen können, warte mal, Saphir Chestplate. Saphir Chestplate. Ist das denn nicht? Ruby, dann machen wir, nehmen wir halt Ruby und das gerade nicht. Dann machen wir hier mal einfach mal komplett Rubin erstmal so, zack. 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 Okay, so, dann hätten wir zumindest schon mal was zum... Das hier ist voll. Ja, bei weitem nicht, Alter. Ja, die, also so wie Black das halt auf jeden Fall gesagt hat, ne, die Places reichen halt einfach nicht, ne. Das ist schade, ne, und die spawnen halt auch wahrscheinlich erst wirklich genau dann, wenn du wirklich in der Nähe bist. Ansonsten spawnen die halt auch gar nicht. Und das ist natürlich halt Abfuck, wenn ich jetzt hier hinten crafte. Ja, komme ich da nicht ran. Ja, ansonsten müssen wir hier mal schauen, dass wir hier vielleicht, weiß nicht, vielleicht mal hier kurz kappen. Wie sieht das denn hier aus? Weil wir hatten hier, genau, wir haben hier doch, ich sehe schon. Okay, wir müssen mal schauen, dass wir hier die, wie soll ich es nennen? Wir versuchen mal, ich weiß halt nicht wieso, weshalb, warum das halt nicht funktioniert, diese Scheiße. Wir nehmen hier mal das Kabel weg. So, das heißt, das ME-System müsste eigentlich ohne Strom sein. Müsste eigentlich auch gleich ausgehen. Sollte eigentlich auch gleich ausgehen. So, jetzt ist das ME-System aus. Ne? So, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, oder ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt, ne? Da, dass wir hier diese Scheiße haben. Und jetzt haben wir natürlich wieder einen Generator zurückbekommen. Oh, da brauchst du eine Wench, brauchst du dafür. Oh. Was wieder eine Wench, um das abzubauen. Eine Wench. Industrial Craft. Ja. Jo, jetzt habe ich das natürlich gerade ausgeschalten, ne? Jo, das ist natürlich genial. Ja, gut, wird aber wieder sofort gepowert. Okay. Wench. Okay. Also, wir brauchen, bin mir nicht sicher, brauchen wir die Wench? Electric Wench. Nehmen wir einfach mal hier das Ding. So, zack. Okay. Okay, so. Dann. Ja, hier würde jetzt noch ein Kabel halt liegen. Okay, gut. Super. Also wie gesagt, wir brauchen jetzt hier das Kabel. Und dann werden wir hier das hier so machen. Zack, so. Okay, das heißt, wir bauen hier die Zelle rein. Ja, die muss ja eigentlich irgendwie funktionieren, ne? So, dann ist die Zelle hier drin.
Ne? Entlädt auch erstmal. So, die Zelle entlädt. Ist auch relativ nah dran. Scheinbar nimmt er dann, ja, das, weil funktioniert das nicht mit dem, das gesamte System zu befeuern. Ne? Sondern nimmt, jetzt nimmt er halt auch die Energie da raus. Ne? Das ist schon mal auf jeden Fall mal ein Fortschritt. Ne? So, dann können wir jetzt hier die Solarpanel ranpappen. Ne? Und ich hoffe, dass wir dann jetzt hier gleich mal so viel Energie produzieren, dass das ME-System automatisch oder von alleine bepowert wird. Wir schauen mal, wir trennen das hier mal ab. Und gucken mal, ob das funktioniert, ob das ausreicht. Und können hier derweil vielleicht nochmal ein paar Solarpanel bauen. Ne, Solarpanel, so, das heißt, wir gucken mal, was fehlt uns denn jetzt hier momentan noch bei den Solarpaneln. Da fehlen uns die Electronic Circuits zum Beispiel, so. Gucken wir mal, so, das heißt, wir brauchen die Electronic Circuits, wir brauchen das hier. Wir haben davon keinen Wobber zum Beispiel, ne. Ja, kann sein, dass das noch hier drin liegt. Aber es sieht soweit so gut aus, dass, ja gut, aber noch, ich glaube, der nimmt gerade noch die Energy Cell, nimmt er, glaube ich, gerade noch, oder geht zumindest über die Energy Cell, nimmt er das Zeug gerade noch. Und, ich glaube, wenn es weniger wird, ne, reicht es nicht. Ja, es wird noch leicht weniger. Okay, gut, ein bisschen wird es noch weniger, okay. Gut. Aber ich will jetzt erstmal zumindest das ME-System so bepowern, dass wir das halt auch permanent zur Verfügung stehend haben. Man muss natürlich auch die Nacht noch mit bedenken. Das kommt halt auch noch mit dazu, ne? Also brauchen wir da halt auf jeden Fall einen gewissen Speichervorrat, auf jeden Fall. Ne? Also, Energy Cell. Ja gut, scheinbar funktioniert dann der Generator, funktioniert dann scheinbar nur für die Maschinen hier. Das ist natürlich auch ein bisschen bitter, ein bisschen blöd. Aber okay, gut, Solarpanel. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall, wie gesagt, genau. Basteln wir hier nochmal ein bisschen an den Solarpaneln, dann, okay. Okay. So, damit können wir zumindest schon mal wieder ein paar Circuits bauen. 10 Stück zumindest, ja, das ist okay. So, dann packen wir hier den Generator noch wieder zurück. Uns fehlt dann vermutlich noch das Glas, ja. Da dürfen wir schon wieder ein bisschen was nachproduziert haben. Na, und noch nicht ganz so viel. Könnten natürlich jetzt auch sagen, Electric Pipe, warte mal, Transfer Pipe. Transfer Pipe. Ne, warte mal, Transfer Pipe. Transfer Pipe, hier, da ist es. So, da sind auf jeden Fall ein paar wieder, ja, okay. So, Mesa Wader ist momentan immer noch nicht ganz in Benutzung. Das heißt, wir packen hier gleich mal noch ein bisschen Cobblestone rein. Hier oben. Zack, zack. So, und brauchen jetzt auf jeden Fall wieder Solar-Zeugs, ne? Solar-Panel, zack. So, brauchen noch das Glas hier oben. Ja, okay, damit haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein paar mehr. So. Von diesen normalen Solarpanel. Wie gesagt, wichtig ist, dass die Zelle lädt und dann halt über Nacht das auch aushält. Ja. Okay, wir können das einmal hier hinpacken. Wir können das einmal hier hinpacken und einmal hier hinpacken. Einmal dahin, einmal dahin. Okay. Die letzten zwei gehen aufs Feld. So fast aufs Feld. Okay. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, was macht die Zelle. Die Zelle lädt zumindest auf. Die Zelle lädt auf, das ist schön. Ja, das heißt, wir haben zumindest schon mal mehr Produktion, als wir sonst haben. Das heißt, wir könnten jetzt natürlich nochmal sagen, okay, gut. Nehmen gleich, wir schauen mal, ob wir hier nochmal den Generator nochmal. Ja, da ist ja hier, wie gesagt, da ist ja hier der Sludge ist ja dort drin, ne? Das ist ja das Bittere daran, ne? Dass es da nicht ganz funktioniert hat mit dem, also die Schlacke ist ja dort drin, ne? Ja, gut, Folge ist auf jeden Fall eh auch gleich vorbei. Ja, viele Folgen gemacht, ne? Nicht so viel erreicht, gefühlt. Wie immer. Ja gut, das steht ja halbwegs, ne, das ist soweit okay.
könnten vielleicht mal noch, ja, da können wir mal noch mal dran arbeiten. Dann können wir vielleicht das Projekt zumindest noch mal ein Stück weit Dispenser. Okay, packen wir hier mal einen Dispenser, zack. Ja, gut, nehmen wir den hier einfach, zack. So, Dispenser, Hammer. So, dann brauchen wir, wie hießen das nochmal? Glaube ich aufgeschrieben hier und so notiert. Nee. Das war es nicht gewesen. Void. Was ist Void? Black. Oh, krass. Wie hieß denn das nochmal? Ich hab wieder vergessen, wie das hieß. Void Chest? Ne. Ja, gut, wir können es jetzt zum Beispiel hier Ender Chest oder Ender. Ender. Oh, ich habe zwei Enderperlen, war nicht meine erste. Ender Chest. Ender. Ja, hier ist ja ganz viel Ender-Zeugs. Ja. Wir könnten mal gucken. Safari-Net. Safari. Das war hier das Safari-Net. Reusable. Ne? Single-Use, Reusable. Wo, glaube ich, da nur das hier war, glaube ich. Ja. Brauche ich natürlich auch erstmal. Gasträne, die habe ich, glaube ich, sogar. Ne? Aber ich brauche trotzdem erstmal 4 Endermänner und ja, das ist auch nicht so einfach. Ne? Ja, also wie gesagt, wahrscheinlicherweise wird es so werden, dass wir dann in der nächsten Folge losgehen werden. Uns einfach mal 2 Dollys mitnehmen, einfach mal ein bisschen durch die Gegend schauen werden und da halt einfach mal ein bisschen was machen werden und dann gucken wir mal, dass wir da vielleicht ein bisschen. Ja, wir können natürlich auch vielleicht nochmal das Chatpack uns anschauen, warte mal. Damit wäre man ja nochmal, das können wir vielleicht noch, das können wir auf jeden Fall noch craften. Aber es fehlen uns viele elementare Sachen halt auch, ne? Jetpack, na warte mal, wie war das denn? Das war das hier, ja, das ist der Energetic Jetpack, das heißt, das ist erstmal das hier. Das heißt, erstmal das hier, Lever Strap. Okay. Das heißt, Lever Strap. Level. Jetpack. So, das heißt, wir gucken mal, warte mal, also eine Chat, Simply Chatpacks. Das Energetic hätte ich halt ganz gerne, ne? Electrical Steel Jetpack. Conductive Lever. Das hier wäre meins, was ich gerne hätte. Conductive Iron. Ja, habe ich gar nichts davon. Hey. Conductive Iron Jetpack. Genau. Das heißt, wir brauchen erstmal Conductive Iron. Fällt man her im Alloy Smelter durch Whetstone und Iron. Okay, das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal Iron. Ups. Iron. Zack. Und Whetstone. Gut, wir haben, ich habe gerade gedacht, wir hätten wenig davon, aber ist eigentlich noch ausreichend. Ist auch noch ausreichend. So, wir gucken mal nach dem Jetpack. Also, ne, warte mal. Conductive Iron Jetpack. Also, das wäre hier das hier. Basic Capacitor. Das können wir machen hier. Das Ding ist kein Problem. Basic Iron Jetpack. Ah, hier mit einer Rüstung noch, oder was? So, da hattest du einfach nur Silicon Armor Plating. Achso, da hast du noch die Rüstung halt auch noch mit dabei. Ja, das sind die Jetpacks, okay. Okay, dann haben wir das hier. Ist das hier so einfach? Ich glaube nicht, ne? Ja gut, dann machen wir hier davon mal ein paar mehr. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, zack. Okay, dann hätten wir hier das schon mal. Dann haben wir das hier. Oha, Konvi-Binde. Melting-Binde, Komposit. Ja, weiß ich auch nicht. Es ist halt echt kompliziert halt irgendwie. Ja, also einfach easy ist es nicht, ne? Das muss man auch so sagen. So, hier hatten wir den Generator. Der hat hier immer noch keine Kohle. Mal gucken, Coal. Gucken wir mal noch ein bisschen was rein da. Ne? Charcoal, zack.
solange das ME-System funktioniert, ne? Oh, da braucht aber auch lange, um hier ein bisschen Conductive Iron zu machen. Jetpack. Conductive. So, okay, dann basteln wir hier daran mal noch ein Stück weiter. Okay, das hier könnten wir auf jeden Fall machen, das ist kein Problem. So, was haben wir noch? Das hier wäre jetzt auch kein Problem mehr. Jetzt fehlt das hier halt im Grunde genommen. Ne? So, Basic Gear. Na. Okay, so, dann haben wir, was haben wir noch als nächstes? Conductive Jetpack, zack, dann hat man das hier. Würde das hier noch fehlen, Redstone Alloy. So, das heißt, wir hätten jetzt hier das. Wir bräuchten halt im Grunde genommen, also das hier erstmal. Wir brauchen Lehm und Gravel und Sand. Okay, Sand haben wir. Sand haben wir hier hinten, glaube ich, irgendwo. Ne? Bin gerade hier in dem Furnace drin überhaupt. Nix. Wieder bei Transferpile. Achso, hier ist eine Transferpile. Hab ich schon reingepackt. Geil. Geiler Typ, Alan, das sag ich dir. So, dann haben wir hier das hier. Okay, dann brauchen wir hier. Ja, dann gehen wir hier das erstmal rein, den Spaß. Ja, so, dann brauchen wir hier. So, dann können wir hier meinetwegen auch nochmal ein bisschen was Richtung Essen machen. Wenn wir da noch auch nochmal ein bisschen weiterkommen. Aber dann sind wir auch schon wieder bei 26 Minuten. Ne? Der Folge, Alter. So, ja, auch in dieser Folge wieder, beziehungsweise in dieser Aufnahme auch wieder nicht mit Farmcraft angefangen. Es ist, ja, so ein bisschen ein Teufelskreis. Ich komme nicht weiter bei vielen Sachen. Mein Ziel war eigentlich gewesen, zu sagen, okay, gut, wir snacken uns halt irgendwie irgendwas, aber es kommen halt wirklich bei vielen Sachen halt einfach nicht weiter. Es ist halt echt, brauchst halt wirklich bei vielen Sachen wirklich so lange, und dann, kommt halt hier noch was dazwischen, da noch was dazwischen und ja, es ist nicht einfach. Rulonruten haben wir jetzt zumindest ein paar genügend oder relativ viele sogar. Ja. Du brauchst halt auf jeden Fall definitiv noch mehr Spawner, ne? Also grundsätzlich funktioniert der Spaß, ne? Aber so, hier sieht es natürlich auch schon immer wieder dunkel aus, ne? So, Conductive Gedöns. So, Jetpack. Zack, dann bauen wir hier das hier. Insulated Redstone Conduit. So, wir bräuchten Clay. Gibt es noch eine Möglichkeit, Clay irgendwie herzustellen? Vernünftig. Warte mal, vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit. Gibt es eine Möglichkeit? Hier Slag. Nee, leider nicht. Das Eggmilk, also. Slag, Dirt und Water. Slag. Wäre Niederpick. Ah, Witch Slag. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.